Mitten im Bregenzer Wald liegt ein idyllischer Ort, der nicht nur für seine malerischen Häuser und Musikfestivals berühmt ist. In Schwarzenberg gibt es auch einen ganz kleinen Käseladen, in dem man die köstlichsten Produkte der Region verkosten und erwerben kann. Die Inhaberin Maria Vögel schneidet seit über 40 Jahren das beste Stück vom Käse herunter. Ein guter Bergkäse sollte also sicher ein halbes Jahr alt sein, weil... Aber wenn er mild ist, ist er auch gut, aber er wird natürlich mit dem Alter immer kräftiger. Da haben manche einen Geschmack, wo man also nicht isst nachher. So ist das, ja. Die Schnittkäse, die sind so 4 Monate gelagert und die Bergkäse habe ich zwischen 6 Monate und 3 Jahre. Je länger der Käse reift, umso mehr haben die Bakterien Zeit, den Geschmack zu verändern. Dabei spielt auch die Lagerung eine wichtige Rolle. Je älter der Bergkäse ist, umso würziger ist sein Geschmack. Manche mögen gern zum Frühstück seinen milden Schnittkäse. Der ist also cremiger, weicher im Teig und gegen Abend hin werden sie immer kräftiger, die Käse. Normal isst man ihn am Abend, aber ich esse natürlich in der Früh auch ein bisschen Käse und zur Marmelade dazu, oder? Auch für die Original-Vorarlberger Käsknöpfle, die normalerweise mit Restkäse, Bergkäse und Alpkäse vermischt werden, hat Maria Vögel einen Tipp. Wenn es 2 verschiedene sind, ist es auch gut. Und wenn es ein alter Bergkäse ist, der gute, nehme ich persönlich also nur noch den, was mir schmeckt, oder? Ein wirklich schmackhafter Rohmilchkäse muss mit viel Sorgfalt behandelt werden. Na, Rohmilchkäse, das ist immer was anderes wie einer, wo die Milch schon pasteurisiert ist, oder? Da braucht es also vom Senner ein feines Gefühl, dass er das hat, oder? Das ist ganz klar. Und da sind natürlich die Bakterien drin und die arbeiten, oder? Einer, der das richtige Gespür für den echten Bergkäse mitbringt, ist der Senner Lothar Sieber. Damit das Produkt am Ende den wirklich typischen und feinen Geschmack bekommt, muss er regelmäßig gewendet und gesalzen werden. Für den ausgezeichneten Rohstoff sorgt sein Original Braunvieh, das auf den saftigen Kräuterwiesen der Alpe Oberlose am Bödele steht. Es sind viele Sachen wichtig beim Käsemachen natürlich, aber es fängt eigentlich von vorne an, wenn man anfängt. Das Gras ist zuerst einmal, denke ich, dass die Kühe fressen, ist sehr wichtig, das Futter, das sie aufnehmen. Die Kräuter spielen eine Rolle. Dann ist natürlich wichtig die Melkarbeit, dass das klappt, die Kühe gesund sind und die Milch sauber in den Kessel kommt und in die Sennerei. Und dann müssen die Bakterienkulturen gut arbeiten, damit es dann auch einen guten Käse gibt. Und der Senn natürlich auch. Oder? Die Sauberkeit in der Sennerei ist essentiell. Fremde Bakterien würden den Käse kaputt machen. Das Problem ist auch noch beim Käse machen, dass man erst nach 2-3 Monaten das Ergebnis wirklich kennt. Dann kann man erst abschätzen, ob der Käse dann wirklich gut ist. Und das braucht dementsprechend Erfahrung, dass das auch klappt. Und übrigens, guter Käse stinkt nicht, sondern er duftet. Auch wenn man tagtäglich mehrere Kilogramm verkostet, verpackt oder pflegt und in der Nase hat, kommt er noch immer regelmäßig auf den Tisch. Natürlich, auch zum Frühstück ein bisschen. Oh ja, jeden Tag. Ich mag Käse sehr gerne und probiere sehr viel Käse. Wir essen viel Käse. Wenn alle Österreicher so viel Käse essen würden, hätten wir wahrscheinlich zu wenig. If you send me way down.